Manchmal kann ich kaum noch gehen, doch es gibt ja Voltaren. Hab ich Wunden an den Zehen, nehm ich auch noch Bepanthen. Oft dreht sich mein Magen um, ich nehm zwei Imodium, weil das an den Nerven zerrt, schluck ich Baldrian des Bert. Hab ne leichte Diabetes, doch mit Insulin, da geht es. Die Erkältung bin ich leid, ich nehm nachts Vic Medi-Night. Bleib ich trotzdem Bettenwälzer, nehm ich noch zwei Alka-Seltzer, dass ich abends gern was trink. Ist egal, dann kann nur Fink, aber sonst gesund. Alles läuft soweit ganz rund, hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Schlund. Herpes ist für mich ein Klacks, denn ich hab ja Zovirax. Allergien sind auch im Spiel, nicht mehr lang dank Phenestil. Die Verstopfung ist egal, habe ja Laxoberal. Nehme Lemozink für den Hals, gegen Sodbrennen Ulrichsalz. Ich hab selten echte Schmerzen, dank der Kraft der Doppelherzen. Fühl mich meistens pudelwohl, wegen Paracetamol. Weil ich seit ich nicht mehr rauche, nur noch Nikorette brauche, nehme ich kaum noch Morphium, nur mal abends Valium. Aber sonst gesund, alles läuft soweit ganz rund. Hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Schlund. Komme ich, was ich nicht glaube, eines Tags unter die Haube, muss die Herzensdame mein Apothekerin sein. Die hat umsonst Medikamente, bringt mich locker bis zur Rente und sie sorgt doch abends spät für genug Stabilität. Aber sonst gesund, alles läuft soweit ganz rund, hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Schlund. Aber sonst gesund, alles läuft soweit ganz rund, hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Schlund. Ist mein Leben mal zu Ende, falte ich getrost die Hände, weil ich meine Seele meinem Schöpfer anempfehle. Die körperlichen Überreste gehen dann, das ist das Beste, mit nem freundlichen Vermerk, gleich zurück ans Bayerwerk.